Hallo liebe YouTube-Freunde und willkommen zur allerletzten Folge von Detention. Ich muss mich vielleicht für ein paar Entscheidungen im Spiel entschuldigen, denn durch die fremde Sprache habe ich zwar, dachte ich, eigentlich alles ganz gut verstanden, aber eben oftmals nur übersetzt und nicht wirklich verarbeitet. Im Spiel waren ein paar wichtige Entscheidungen zu treffen, welche ich dadurch nur halbherzig beantwortet habe. Dies brachte uns zu dem Spielende, was ihr hoffentlich schon gesehen habt. Falls nicht, haltet das Video hier an, öffnet die Playlist aus der Beschreibung und schaut euch die letzten 3 Minuten der Folge 10 an, das würde schon reichen. Und dann teilt ihr die Playlist über alle möglichen sozialen Netzwerke. Danke. Nun, es ist so, es gibt noch ein anderes, ein wahrscheinlich und vermutlich besseres Ende. Nachdem ich euch das jetzt gleich gezeigt habe, werdet ihr euch sicherlich fragen, warum es besser ist. Das möchte ich schon vorher verraten, indem wir über das Geschehene sprechen ein bisschen. Wer das doof findet und nur schnell das andere Ende sehen will, dem blende ich jetzt die Minute ein, bei der es dann zu sehen ist, beziehungsweise ab der das Spiel wirklich losgeht. Zuerst zu Taiwan. Taiwan ist eine Insel vom chinesischen Festland, also im Pazifik. Zum Land Taiwan gehören noch einige kleine Inseln und Inselgruppen. Warum Land? Einige haben es bestimmt schon gewusst, aber ich wusste es vorher tatsächlich nicht. Erst bei der Recherche im Laufe des Let's Plays wurde ich darauf gestoßen, oder bin ich darauf gestoßen, dass das Land im Prinzip Republik China heißt und nicht wirklich als Taiwan, als eigenständiges Land existiert. Während des späten 19. Jahrhunderts hatte Japan eine Expansionspolitik, die dazu führte, dass die Insel Taiwan von Japan übernommen wurde. Da Taiwan die erste echte Kolonie von Japan war, war es so ein bisschen als Musterding zu sehen, sodass Taiwan relativ viel Unterstützung bei der Entwicklung im wirtschaftlichen und industriellen Bereich erfahren hat. Das führt dazu, dass Taiwan von der Wirtschaft her auf einem sehr aktuellen Niveau ist und nicht hinterherhinkt. Ich möchte dazu unten ein paar Sachen verlinken zum Thema Republik China, Taiwan unter japanischer Herrschaft und diesen Zwischenfällen nach dem Zweiten Weltkrieg, denn mit der Kapitulation Japans nach dem Zweiten Weltkrieg ging Taiwan wieder an, oder was heißt wieder, ging Taiwan an China und ist seitdem als Republik China letztendlich als Land zu finden. Gerade der Punkt Taiwan-Konflikt, Chemoi-Krisen und so weiter und so fort ist sehr interessant, schaut kurz mal da rein. Doch nun zum Spiel. Was haben wir erlebt? Wir kennen Wei, einen Schüler der Schule, Mitglied im Club der geheimen Leser kommunistischer Schriften. Und wir spielen am Anfang auch ihn, die komplette erste Folge zum Beispiel. Doch während die Schule scheinbar durch eine Taifunwarnung oder wegen einer Taifunwarnung evakuiert wurde, spielen wir danach auch Ray und Wei und Ray scheinen die einzigen, oder sagen wir mal Wei und Ray scheinen die einzigen in der Schule zu sein. Ray ist, das merkt man im Spiel, das merkt man im Laufe jeder Folge, eine gebrochene Frau. Es wird einiges angedeutet, vieles gezeigt, die Eltern zerstritten, der Vater ein Bösewicht, wir verlieben uns in einen Lehrer, die blöde Trute, Miss Yin ist auch noch da und so kommt es dazu, dass wir den Club der geheimen Leser verraten, wodurch einiges Schlimmeres passiert. Zwischendurch opfern wir Wei. Ist mir bis jetzt immer noch nicht ganz klar, ob das wirklich passiert oder ob das nur Teil von irgendeinem Mythos oder von irgendeinem Traum, von einer Vision ist. Viele Fragen bleiben offen. Ist die Beziehung zum Lehrer wirklich da gewesen oder war es nur eine Fantasie? Dazu denke ich, es war vielleicht nur eingebildet, denn gerade die Sequenzen, die das zeigten, waren sehr bunt, sehr hell. Das war sehr ungewöhnlich und deutet darauf hin, dass es komplett erfunden ist, aber da möchte ich mir jetzt gar keine Meinung bilden. Wir haben Wei geopfert, so richtig wurde mir nicht klar wofür, ich habe es gerade schon gesagt. Und was ich angedeutet habe, ist, dass ich jetzt durch das alternative Ende oder durch das bessere, schönere Ende zeigen kann, dass wir das vielleicht doch nicht gemacht haben. Und bevor wir jetzt weiter oder bevor ich jetzt weiter drum rumlabere, spiele ich einfach mal los. Ich hoffe, es reicht, wenn wir das letzte Kapitel spielen. Wir müssen 4 wichtige, grundlegende Fragen beantworten, die philosophischer sind, als ich dachte. Und
Das machen wir jetzt. Los Der geht's. alte Mann, meine ich, ist nach links gegangen. Und ich kann schon mal spoilern, dass ich nach langer Recherche und dem Sehen anderer YouTube-Videos gemerkt habe, dass das nicht mein Vater ist, sondern das müsste Wei sein. Oh, geht los. Our life would vanish, but not our guilt. Also das, unser Leben wird verschwinden, aber nicht unsere Schuld. Ich bin du. Du bist noch nicht ich. Das ist die Sünde, die dich herumlungern lässt. Erinnerungen reflektieren wie Spiegel die unsere wahre Seele, der Welt voller Schmerz und Elend. Was fürchtest du am meisten? Losing myself. Glaube, dass wir alle freigeboren sind, auf unserem eigenen Pfad zu wandeln und uns davor fürchten, uns selbst zu verlieren. You are me. Das war schon mal richtig. Sind wir auf der anderen Seite. Remember when your inroads are full of passion? An jeder Schulaktivität teilgenommen hast, deine Fähigkeiten gezeigt hast die Aufmerksamkeit deiner Mitmenschen und Mitschüler und Lehrer an dich gerissen hast. Und dann ist es zu Hause so schlimm geworden. Wir wurden nicht mehr begehrt. Also hast du gewählt, to escape, so you choose to escape. Es gibt immer ein You are me. Das scheint jetzt richtig zu sein, beziehungsweise so wie gewünscht. Dass jemand oder jeder in dem Zusammenhang wahrscheinlich sein eigenes Schicksal in die eigenen Hände nehmen soll. Wenn du ihm folgst, welche Ideen hast du? Take hold of your destiny. Ergreife dein Schicksal. Netter Gedanke. Also hat das Leben endlich wieder einen Sinn. Neben ihm hast du dich selbst gefunden? You are me. Das war die dritte philosophische Frage. Mensch, was ist denn? Did you think finding something to rely on would stave off your fear? Irgendwann wird es weggehen. Du hast alles verloren, auf was du zählen konntest. Was? Wie entscheidest du dich jetzt? I try to take them back. Ich versuche, alles zurückzuholen. Pitiless Patriot. So einfach, als ich dachte, was? You. Army. Sieht gut aus. Ich weiß, dass wir jetzt alle Fragen richtig beantwortet haben. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Also scheinbar wandelt Wei jetzt hier auch die ganze Zeit rum. Wie gesagt, ich habe das beim ersten Spielen nicht kapiert, dass es unser Freund ist. Ich dachte, es wäre der Vater. Hier waren wir auch schon mal. Ich habe etwas vorhergesehen. Hier ist er und war auch gemütlich. Aber wir
sollen nicht runterspringen scheint. An dieser Stelle war vorhin unser eigener Schatten und nicht das Papierflugzeug. Und die sind ja bekanntlich dafür da, dass wir in eine bessere Welt verschwinden. Öffne die Tür. Ah ja, Chang Minghui. Ich hab's nicht auf Englisch gestellt, ich trottel. Können wir uns endlich die Originalsprache anhören? Sehr schön. Anklage. Chang Minghui. Achso, das ist die. Nein, keine Ahnung. Okay, 15 Jahre lang war er also eingesperrt. Und er darf zurück zur Beerdigung. Ist gestorben. Krebs. So ein Arschloch. Ja, das hatten wir. Mit der Dame vorhin im Musikzimmer gefunden. Okay.
Absperrband. Läuft auch eine alte Frau einfach mal so lang. Okay. Allein und für immer wandernd. Pitiful, das war doch gerade noch ein Wort. Das ist der Ort, an dem vorhin, glaube ich, die, nicht vorhin, damals die Bücher verbrannt worden sind, oder? Das ist halt Traurigkeit. Ja, das müsste die Stelle sein. Zeit. Es verrottet alles und auch ich kann mich davon nicht verstecken. Ja, und kaputt ist es auch immer noch. Und wir können ins Klassenzimmer gehen, in den Klassenraum. Hier fing alles an. Und hier endet es scheinbar auch. Selbstmord durch den Strang. Was es uns sagen soll, das weiß ich selbst nicht so genau. Das Spiel hat mir definitiv viele Gedanken bereitet, viele Gedanken gemacht, aber ganz viele Sachen sind irgendwie auch bis zum Ende ungeklärt. Und auf einmal breche ich mit meiner Tradition und spreche doch in den Abspann hinein. Vielen Dank fürs Zuschauen.